Guten Morgen. Mittwoch, erste Woche Fastenzeit. Ihr werdet euch wundern, dass ich immer morgens zu Beginn Mittwoch, erste Woche Fastenzeit. Ihr kennt das vom Adventskalender. Da zählen wir 1., 2., 3. Tag bis zum 24. In der Fastenzeit ist es so, dass die Kirche sich sehr bewusst ist. Wir haben diese 40 Tage und jede Woche wird gezählt. Wenn ihr ein Revier aufschlagen würdet, steht da drin: Mittwoch, erste Woche Fastenzeit. Heute ist das Evangelium, in dem Jesus sagt, die Juden kommen und wollen ein Zeichen, und Jesus sagt, diese Generation ist böse. Es wird ihr kein anderes Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Jona. Die Juden verlangen ein Zeichen, um zu glauben. Ja? Es wird ihnen kein anderes Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Jona. Was war das Zeichen des Jona? Jona ist nach 3 Tagen aus dem Bauch des Fisches lebendig wieder herausgekommen und hat dann den Niniveiten das verkündet, dass sie umkehren sollen, und sie haben sich bekehrt. Das Zeichen des Jona, das der Generation Jesu geschenkt wird, ist die Tatsache, dass Jesus nicht nach 3 Tagen aus dem Bauch eines Walfisches herauskommt, was schon unwahrscheinlich genug ist, sondern von den Toten. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus war mausetot. Ja, es gibt irre Lehren, besonders im Koran, die behaupten, Jesus hätte das Kreuz überlebt. Nein, Jesus war tot. Und die Tatsache, dass Jesus wieder auferstanden ist, ist so ein großes Zeichen, dass allein das sein Wort beglaubigt. Die Schrift sagt, indem der Vater Jesus von den Toten auferweckt hat, bezeugt er, dass Jesus der von Gott eingesetzte Richter über Lebende und Tote ist. Und Jesus sagt, wenn ihr diesem Zeichen nicht glaubt, dann ist euch auch nicht mehr zu helfen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und was sagt der von Gott gesandte Messias Jesus? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Auf Deutsch bedeutet kehrt um, metanoiete, denkt um. Wir sollen unser Denken dem Evangelium angleichen. Also sind wir nicht so dumm, dass die Männer von Ninive im Gericht aufstehen und gegen uns aussagen, weil sie sich bekehrt haben und wir nicht? Nehmen wir das Evangelium, lesen wir das Evangelium und gleichen wir unser Denken dem Worte Gottes an. Bis morgen.